Und ich habe geheult. Meine Mutter hat auch geheult. Ja, ein bisschen. Ein bisschen und es war so cool. Na, Bröckchen, willst du mit ins Kino? Hm? Ja, ja. Mhm. Na, Sturmfall, möchtest du auch mit ins Kino? Hallo meine lieben Zuschauer, hier ist die Miyuki, die Timothy aus dem Internet und ich freue mich richtig, weil heute geht's ins Kino. Ich bin ja unheimlicher Dragons-Fan, ich habe mich auch passend für diesen Vlog extra dafür angezogen. Das ist eins meiner absoluten Lieblingsshirts. Das ist meine absolute ohne Zahn Lieblingsfigur. Das ist mein absolutes Lieblings-Axolotl-Plüschtier. Und das sind meine allerliebsten Drachenhaushüchen. Guck mal, wie cute die sind. Ah, aber die werde ich jetzt nicht zum Kinobesuch anziehen. Das wäre ein wenig zu strange mit dem Pantoffeln da aufzukreuzen. Die Terrorlöffel sind immer für die Hintergrundsoundeffekte zuständig. Das laute Knarren, Knirschen, Zerreißen von Sachen und Zerstörungen, so Special Effects bei mir, sind immer an den, ja, in den Videos mitzuhören. Und bei, ja, okay, bei Karl muss man sagen, der macht gerade Pause. Möchten Sie eine kurze Gabe haben von mir, etwas zu snacken? Bitteschön. Ich habe mir extra von Drachenzähmen keinen weiteren Trailer angesehen wegen Spoiler. Großes Achtung, dieses Video wird wahrscheinlich ziemlich viele Spoiler haben. Habt ihr den Film noch nicht im Kino gesehen? Leute, guckt euch dieses Video hier bitte nicht an. Also wie gesagt, ich habe überhaupt noch gar keine Ahnung. Grundstorymäßig weiß ich zwar, was darin vorkommen soll. Also ein Tagschatten. Mehr hoch weiß ich da auch nicht. Ich muss hier gerade mit meinen Schleppkins überstolpern. Achtung, ich fliege mit meinen Drachen über den Zaun von den Kaninchen. Spike ist da hinten und beobachtet mich die ganze Zeit. Oder er ist am Jagen. Eins von beiden. Ich muss nachher noch das Aquarium sauber machen. Ich hoffe, ich bin dazu auch überhaupt noch in der Lage, emotional, wenn ich den Film geguckt habe. Ich hoffe, dass der Film natürlich seinen tollen Score, also Hintergrundmusik, beibehält. Dann auch neue Charaktere. Ich fand jetzt im Trailer den Bösewicht irgendwie nicht so sehr überzeugend. Wahrscheinlich auch, weil ich finde, der sieht so ein bisschen aus wie mein Vater, so ganz komisch. Und das wird sowieso, egal wie der Film ist, was ganz Besonderes, weil ich zum ersten Mal in unserem neuen Kino hier in Campenford gehe. Geile Zwischensequenz, es hat gerade geklingelt und Post ist angekommen. Ich muss euch jetzt fertig machen. Geile ist, ich weiß nicht, wie ich das schneide, aber ich gehe jetzt in ein niegelnagelneues Kino bei uns in Campenford. Wenn ich immer Campenford sage, dann schreibt ihr, wo ist das? Ich kenne das gar nicht. Aber wir entwickeln uns weiter. Erst unser eigenes Kino, Hall of Fame. Könnt ihr mal googeln. Und jetzt dann auch bald eventuell ein eigener Bahnhof. Yeah. Muss ich jetzt aber echt ausziehen. Auch wenn sie mega süß sind. Wisst ihr, wen wir hier als Special Guest haben? Außer den Wind, meine Mutter. Guck mal. Hallo. 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 Ich weiß gar nicht, wie die Audioqualität ist. Keine Ahnung. Okay. Weißt du, wir müssen da hinten lang und da hinten zum Kino. Hier ist alles verbaut. Problem an der ganzen Sache ist, es ist verdammt windig. Ich weiß nicht, ob man das genau sieht, aber das ist so mega groß. Ich hätte es gern bei mir am Haus, aber ich glaube, es ist ein bisschen zu viel des Guten. Ja. Ich weiß nicht, wie die Lautstärke jetzt ist. Wir sind innen drin, das sieht mega geil hier aus. Hier ist alles voll. Und ich weiß nicht, ob man uns hört. Ja? Ja. Meine Mutter hat alle Teile geguckt. Sie liebt ohne Zahn, oder? Ja. Hier sind so viele Leute. Ich will diesen Aufsteller haben. Den will ich mir später in die Wohnung stellen. Jetzt bist du so schön mittig da drin. Wir waren im Film. Wir waren im Film. Wie fandest du den Film? Sehr schön. Guck mal, der ist lebensgroß. Schön. Ja, nicht sie. Ich könnte ja so viele Spoiler sagen. Und ich habe geheult. Meine Mutter hat auch geheult. Ja, ein bisschen. Ein bisschen. Und das war so cool. Guckt euch dieses Megalicht an. Das in Linford, das ist so krass. Wir haben so ein krasses Kino. Oh, öffne ich die Tür. Bitte schön. Ach, boah, es ist kalt. Wow, ich habe einen Tagschatten. Ist das nicht genial? Hallo Bröckchen, möchtest du mal hier auf meinem ganz tollen, supergeilen Drachenhausschuh abfahren, ne? Wie findest du den? Du beschäftigst dich lieber mit Fressen. Ist ja auch richtig, ne? Ich habe meinen Popcorn auch komplett gegessen. Jetzt kommt natürlich der Punkt im Video, wo ich fit sage, nochmal Spoiler-Alarm, Spoiler-Alarm, Spoiler-Alarm. Wenn jetzt jemand mir in die Kommentare weiß machen will, warum hast du uns das erzählt, dann schaut bitte dieses Video nicht, wenn ihr den Teil selber im Kino gucken wollt, ohne irgendwelche Vorkenntnisse von mir und meiner persönlichen Einschätzung, Meinung, was auch immer ich jetzt zu diesem Film sagen werde, weil ich empfand diesen Film als wunderbar gelungenen, super tollen Abschnitt der Trilogie. Es sind ja drei Teile plus die
verschiedenen Specials, die dazu kamen und nochmal dazu die Serien, also normalen Fernsehserien, die davon gedreht worden sind. Wenn ich ganz ehrlich sein soll, so richtig 100% ehrlich, ich habe geweint, ja. Mitten im Kino, beim Finale hin, bei dem Abschied zwischen Ohnezahn und Hicks, war ich einfach nur im Kinosessel und saß da. Nein! Bitte nicht! Verabschiede dich nicht! Die glaube ich, bin total bekloppt. Für mich ging da emotional echt eine Welt auf und ab und ich war einfach total fertig. Für mich als Soundtrack-Fan und vor allem klassischer Musik mit Orchester, also der Mix auch wieder von Bröckchen, ich weiß, es ist interessant, mir immer am Po zu schnüffeln, aber lass es doch. Also der Mix von den alten Background-Liedern, also die man so gehört hat, und dann noch auch der zum Finale hin, das war super gut, weil ich habe mir gedacht, boah, ich möchte unbedingt nochmal eine Neuinszenierung von Forbidden Friendship, das ist so das Hauptthema von Drachenzähmen. Das verlinke ich mal unten, damit ihr wisst, was ich meine. Also die Musik von Drachenzähmen, wo man direkt, ach, das ist davon. Ne? Und das haben die neu gemixt und da war ich auch total Feuer und Flamme mit den Gefühlen. Und es war so schön, weil mein Kaninchen mich unheimlich liebt und sie mag halt meine Klamotten. Die ist sehr stilbewusst. Ja, es ist sehr lustig. Ich habe nämlich mal vor Jahren ein Was geht denn jetzt ab? Sturmfall ist da gerade am rumschwimmen wie wild. Wow. Ich habe halt vor Jahren schon mal ohne Zahn mit einem Baby gezeichnet. Das verlinke ich euch unten auch mal in der Videobeschreibung. Das hat irgendwie über 200.000 Klicks, weil ich die Idee so schön fand. Und was war am Ende? Ich meine, man hat ja sowieso ein bisschen damit gerechnet, dass ohne Zahn vielleicht dann Kinder, Babys, Junge bekommen könnte. Aber das war so ein schönes Ende auch mit Hicks, weil damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Und wie gesagt, Spoiler, das ist so dieses abschließende Ende von beiden. Also man sagt jetzt nicht, dass nur ohne Zahn glücklich ist. Und dann ist so ein offenes Ende, wo man sich fragt, weil viele, viele Franchises, also von Filmen machen das, die ziehen das in die Länge und nochmal in die Länge und nochmal in die Länge. Aber hier ist es so ein toller Mega-Abschluss und auch jetzt, wenn Disney die ganzen Remakes in real macht, hoffe ich einfach, dass wir in 10 Jahren so ein reales Drachenzähmen kriegen, wenn wir noch älter sind. So mit einem richtig tollen, also alle drei Teile am besten und dann mit richtigen Schauspielern und so CGI-Drachen. Das wäre so die absolute Krönung noch für die erwachsenen Fans und die dann erwachsene Generation. Und das wieder zurückzubringen, weil die Filmreihe ist grandios und ich finde, dass es jetzt ungelogen auch einer der besten Animationsfilme ist, die ich auch gesehen habe, also in den letzten Jahren. Außer Zoomania natürlich, Zoomania war ja auch ein mega toller Film und also jetzt weiß ich definitiv, dass ich die Artbooks noch von Drachenzähmen 1, 2, ich weiß nicht, ob es von 3 jetzt auch noch ein Artbook gibt, aber ich muss sie mir unbedingt irgendwann zulegen. In unserem Kino Hall of Fame ist es total geil aufgemacht und ich habe ja schon gesagt, ich werde da jetzt öfter reingehen und die Wartezeit hat sich gelohnt, weil wir haben jetzt so lange, also der Termin hat sich jetzt für die Veröffentlichung so verschoben, aber wir haben so lange gewartet und es war so toll und ich finde das auch so geil, weil meine Stadt jetzt endlich etwas Gutes hat. Also es hat schon vorher was Gutes, aber wir waren eher so, wir haben vor kurzem auch die Uni gekriegt, das war gut. Und jetzt haben wir ein Kino, wir entwickeln uns weiter. Sagen wir das mal so. Kamp-Lintfort schwimmt nach oben und wandelt sich nicht so zurück. Yay. Plus wir haben auch bald einen Bahnhof hier. Also dann ist man mobil und muss nicht mehr mit den ganzen Bussen bis zur nächsten Stadt fahren. Bis zu ein paar Städte weiter, um dann mit dem Zug weiterzufahren in andere Städte. Und dann sind wir so zentraler vernetzt. Das ist auch noch geil. Da ich jetzt so im Drachenzähmen-Fieber bin und Sturmfall muss ja auch unbedingt da hinten wieder zum Glas kommen, da muss ich sie gleich filmen. Ich wollte sagen, weil ich so im Fieber bin, habe ich jetzt für Monster einen ohne Zahn. Also ausgesägt. Sieht man das? Kann man das erkennen? Das ist ein ohne Zahn und dieser ohne Zahn soll halt angemalt werden und dann soll das so eine kleine Höhle werden. Hier. Ja. Kleine Höhle. Da, kleine Höhle. Das wird aber in einem neuen Vlog dann gemacht, weil ich dann noch
für eine in Zukunft gemachte Verlosung von mir, weil viele schreiben, Luki, verlose mal, was du selber gemacht hast, also Gewinnspiel für euch. Das werde ich dann da nämlich filmen und dann hochladen und wie gesagt, ich bin halt einfach nur happy, dass... Warum Sturmfall? Bleibt doch an einem Fleck. Ich bin einfach nur happy, dass dieser Film so gut geworden ist und ein würdiger Abschluss war. Man kann nicht alles immer in höchsten Tönen loben. Zum einen, wir haben jetzt natürlich in einem besonderen Kino mit 360 Grad Ton. Ich finde, viele Szenen sind sehr, sehr actionreich. Also für besonders junge Kinder, sage ich mal, für den ersten Kinobesuch wäre das jetzt nicht so viel, weil halt sehr viele Szenen mit unheimlich vielen Farben dabei waren. Ja, da kann ich das jetzt nicht sagen, wenn ihr jetzt einen vierjährigen Sohn oder Tochter, die möchte unbedingt da rein. Und die sind dem gewachsen, aber manche Kinder reagieren ja darauf total empfindlich. Ich weiß nicht, ich glaube, ich wäre da total abgehärtet gewesen. Aber trotzdem war das halt in manchen Szenen, was aber auch darauf schließen lässt, dass der Film halt älter geworden ist. Und die Charaktere. Und ist ja auch klar, weil es ist eine Endgeschichte mit auch viel, ja nicht Drama, aber mit so einer Zuspitzung. Und ich bin halt einfach happy. Meine Schuhe werden auch von den Kaninchen wieder belagert. Sind die sonst? Du sollst jetzt aber nicht in den Schweif beißen, weil, ja danke, ich möchte gerne, dass sie lange noch erhalten bleiben, weil die super süß sind. Und ein Manko, was mir gerade noch eingefallen ist, Bröckchen bekommt jetzt wieder andere Bröckchen, die färbt sich wieder wie ein Chamäleon um, ist im Film, dass ich den Bösewicht vom Charakterdesign irgendwie, ja, da dagegen war ja der erste Bösewicht, also Bösewicht im zweiten Teil dieser... Ich habe seinen Namen vergessen, auf jeden Fall war er, finde ich, vom Aussehen her böser und viel einflussreicher. Also wenn ich den anderen Typen sehen würde, jetzt werde ich hier wieder abgeschleckt, der sieht ein bisschen aus wie mein Vater, würde ich denken, ach, das ist so Farin-Urlaub-mäßig, also nicht so. Aber wie der gespielt worden ist, da kam man natürlich böse rüber, aber ist jetzt nicht so, ja... Ich sag mal, der war sehr intelligent und alles, aber dem habe ich sein Charakterdesign nicht ganz abgekauft. Aber die bösen Drachen, diese Drachentüter oder wie das waren, ich weiß gar nicht, ob es in meiner Serie vorkam, die waren extrem gruselig, fand ich. Und deswegen auch gut gemacht. Vielleicht hat man das ja genommen, weil er halt nicht so böse aussah und weil er sehr schlau war. Aber für weitere nähere Sachen könnt ihr müsst diesen Film sehen. Wenn ihr schon die anderen Filme toll fand, wäre natürlich, wer keiner die beiden Filme gesehen hat oder sich überlegt, in diesen Film reinzugehen mit seinem Kind. Für Erwachsene finde ich den trotzdem sehr emotional und ja, für Fans sowieso, aber trotzdem mal so allgemein kurz in der, sag jetzt mal, beide Filme zusammenfassend gucken, damit man überhaupt eine Ahnung hat, was da abgeht. In dem Sinne, danke fürs Zuschauen. Ich könnte am liebsten nur noch jetzt zeichnen. Ich möchte unbedingt ohne Zahn zeichnen, mit den Tagschatten und mit den Babys und mit allem drum und dran. Aber ich werde jetzt erstmal für Monster das so noch fertig machen. Und ich hoffe, ich kriege das irgendwie gut geschnitten, weil das auch so eine Sache ist, dass ich das zeitlich momentan ein bisschen nicht so gut hinkriege. Aber bitte lasst mir ein Like da. Ich freue mich. Schreibt doch mal. Ihr dürft in diesem Video ruhig auch Spoiler sagen, was euch nicht so gut an dem Film gefallen hat, was euch gefallen hat. Ich überlege mir noch ein zweites Mal im Kino zu sehen, weil ich habe ihn jetzt nur mit diesem 360-Grad-Ton gehört. Das heißt, ich habe den Namen vergessen. Aber... Das ist auf jeden Fall was ganz Besonderes und ich möchte ihn mir aber auch nochmal in 3D ansehen, weil die Details da auch animationsmäßig richtig gut sein sollen und das will ich mir nicht entgehen lassen und das Kino ist fast vor meinem Haus. Ich muss wirklich, ich glaube, drei Minuten brauche ich zum Kino, um da hinzulaufen. 3 Minuten, wow. Für die Preise, was da im Kino auch angeboten wird an neuester Technik und vor allem die Größe der Seele, ich finde es völlig okay. Ich hatte eigentlich mit mehr gerechnet. Man kriegt auch als Schüler und Student da Rabatt. Dann gibt es auch noch so eine Kino-AG, was ich noch nicht ganz verstanden habe. Und mein Kaninchen auch nicht. Es gibt auch ermäßigte Tage, finde ich auch gut. Diese LED-Leuchtröhre in der Mitte hat mir besonders gut gefallen. Das sieht man auch im Kreisverkehr, weil das direkt so ein, bei uns so ein Einkaufscenter, das heißt IK3. Da gehe ich auch immer einkaufen, vor allem für die Kaninchen. Und dann hat man halt so einen schönen Lichtblickfang. Ihr habt das große Poster gesehen, was ich ein bisschen auch bei mir hätte und den Aufsteller. Ich frage nochmal nach dem Aufsteller da,
weil es wäre so geil, so einen zu haben. Und ich freue mich auch, dass so viele Filme da laufen. Ich werde definitiv öfter da sein. Es ist auch am ehemaligen Zechengelände gebaut, also da, wo die Zeche ist. Bei uns steht ja noch der Zechenturm. Ich bin mit dem Tag einfach happy. Ich bin sowieso happy, dass ich mich nicht so viel spoilern habe lassen und dass jetzt auch der ohne Zahn eine Freundin hat, dass das so schön geendet ist, der dritte Teil. Schreibt mir doch dazu euer Feedback zum Film oder ob ihr ihn noch euch anschauen wollt, vielleicht auch nochmal, so wie ich in dem Fall. Und für weitere Videos auch mit uns dann, also mit dem Figur, schaut dann hier bei mir vorbei. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, würde mich über ein Abo freuen und zudem wird jetzt auch am Montag immer der Monster-Montag da sein, ein Video. An einem festen Tag mal, yay, weil sonst ist ja hier immer ein bisschen durcheinander. Und weitere Infos zu meinen Axolotln, Sturmfall und Spike, schaut dann einfach die anderen Videos und bleibt aktuell dabei. Ich freue mich immer riesig und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!